sich vielleicht schon der eine oder andere, was mache ich hier eigentlich? Da wird ganz schön Arbeit auf Bad Maidsfeld zu kommen, dieses Team vor allem mental wieder zusammenzusetzen. Besonderes dazwischen, verhindert Schlimmeres, verhindert den nächsten Konter. Trotzdem sieht man viele, viele hängende Köpfe jetzt im Rücken. Gestartet und gegen Chile 0-1 verloren und mit einem 0-0 gegen Honduras haben sie alles verspielt. Jetzt bündet wieder Honduras als dritter Gegner an. Sie müssen das irgendwie aus den Knochen kriegen, denn sie haben noch alle Chancen. Keine wirkliche Entfernung für einen Direktversuch. Er probiert es trotzdem und trifft! Lerin Semeri, das 1-5. Na bitte, Maurice schenkt Ihnen ein wenig was fürs Gemüt. Auch wenn der durch die Mauer geht und ihn jetzt etwas später sieht, aber natürlich, ihn darf ein Torwart schon halten. Aber er wird möglicherweise Diskussionen mit den dreien da vorne führen, weil sie dürfen gerne die Gräten zusammenhalten. Absolut vermeidbar aus französischer Sicht, aber zu verschmerzen. Ihr erster Gegentreffer bei dieser WM. So, Cavaillé geht. Nicht ganz so dominant als Schaltzentrale wie gewohnt, trotzdem wichtiger Organisator. Und es kommt Antoine Griezmann, die Entdeckung der Vorbereitung oder auch einer Tiefposten am ersten Spiel gegen Honduras und noch zu seinem zweiten WM-Einsatz. Es bleibt dabei, dass Ottmar Hitzfeld seine Pläne einwechselt mit Semeri und Joker-Tor, wie schon die beiden Treffer gegen Ecuador. Das hat aber jetzt alles nur noch statistisch gemacht.